Ich finde es toll. Das ist also wirklich eine interessante Geschichte, hier zu sein, ne? Und das alles zu erleben, vor allen Dingen wie fit sie noch ist, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Und die beiden erzählen dir Geschichten von früher, da wird ja heute kein Junger mehr danach arbeiten, glaube ich. Es ist so, genau, ich glaube das auch. Dann kennen Sie ja auch dieses Bild, das Originalbild von dem Bild. Das Bild von früher kennen Sie, ne? Dieses rebbedeckte Haus. Mit dem Stall und mit den zwei Heuhaufen. Und daraus ist alles geworden. Das ist doch der Hammer, oder? Was daraus geworden ist, dieser Park, der wäre in Tedenbüll überhaupt nicht entstanden. Ne? Das ist großartig. Ja. Also ich sage immer, das ist der Wahnsinn. Und meine Mutter ist von hier abgehauen, als sie jung war. Und ihrer großen Liebe ist sie hinterher. Und jetzt ist sie hier wieder in der Dementenstation oben, weil sie leider dement geworden ist. Aber jetzt ist sie wieder zu Hause. Ne? Da schließt sich der Kreis. Bei ihrem Bruder. Früher abgehauen aus der Kohlenhandlung, jetzt hier im Pflegeheim. Das ist doch Wahnsinn. Oder? Eva, natürlich. Eva ist der Hammer. Aber die hat immer trotzdem Zeit gehabt. Wenn ich in den Graben gefallen bin und sah aus furchtbar, mit all dem Schlotterschlottel, dann hat die mich komplett gewaschen, meine Tante. Und schon war ich wieder fit. Ja. Ich bin Silke Bahrer. Meine 92-jährige Mutter ist seit mehr als 8 Jahren im Seniorenheim Rode. Wenn wir sie besuchen, sind wir immer sehr, sehr froh, dass sie dort ist. Die Mitarbeiter sind professionell und liebevoll bei der Betreuung. Also wir sind sehr, sehr froh, dass diese Möglichkeit es gibt, gerade mit den dementen Patienten. Wir sind ja erst hergezogen von München und sind hier sehr schön empfangen worden. Und ich möchte mich praktisch bedanken für alle, die uns so nett hier beim Einleben geholfen haben. Ich bin im Schluss glücklich. Ich habe eine gute Frau. Hat meine Frau alles schon gesagt, dass wir von München hier raufgezogen sind. Wie wir auf das Heim gekommen sind, wir haben einen Freund, dessen Vater war zu der Zeit hier. Ich war als ich ins Heim gekommen ist, vor 2,5 Jahren, war ich schon mal hier. Dann ging es ihr aber körperlich so schlecht, dass ihr Hausarzt mir abgeraten hat, die weite Strecke ihr anzutun. Deswegen habe ich das auch verworfen, weil ich wollte nichts tun, was ihr unterm Strich schadet. Jetzt durch unsere private Situation und dadurch, dass sie körperlich stabiler geworden ist, war es dann, und der Arzt auch die Zustimmung gegeben hat, war es einfach ein Gottesentscheid, dass hier ein Platz frei war und wir sie jetzt in unserer direkten Umgebung haben und uns jetzt natürlich auch sehr mehr um sie kümmern können als auf 1000 Kilometer Distanz. Also ich finde es großartig, was da passiert ist. Und deswegen habe ich da hohen Respekt davor. Die haben es sicherlich nicht immer einfach gehabt. Ne? Ich finde es toll. Eigentlich gehört den beiden der Bundesverdienstkreuz. Und